Liebe äußert sich ja in vielerlei Gestalt. Sorgfalt, Interesse, schöne Worte. All das bekommt dieses Bärchen. Die letzten Jahre darf er gerade mal an Weihnachten eine Runde machen, darf sein Baby da mal wiegen und dann kommt er wieder hinter Glas. Es gibt keine Summe, wo ich den hergeben würde. Und das meine ich so, wie ich sage. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Das sieht ja schön schaukelig aus, dass da uns bärig auf den Tisch gestellt wurde. Woher stammt denn dieses Pärchen, Mutter und Kind? Ich war, vor dem ich eingeschult worden bin, im Kindergarten in einer kleinen Gemeinde. Der Kindergarten wurde von drei katholischen Ordensschwestern geleitet. Und zu einer der drei Schwestern hatte ich scheinbar eine besondere Beziehung. Ich denke mal im Nachhinein, es war so ein bisschen Oma-Ersatz. Meine Omas habe ich nie kennengelernt. Ja, und die letzten Tage im Kindergarten hat diese Dame mir den Bären geschenkt. Schön. Zur Überraschung der anderen beiden Schwestern. Ja. Ja, ich kann mich noch relativ gut erinnern, relativ gut, dass sie gesagt hat, sie hat zu ihrer ersten Kommunion den Bär geschenkt bekommen. Was ich aber ganz sicher weiß, war, dass sie gesagt hat, das war das schönste Geschenk, das sie jemals gekriegt hat. Ja, und es war für mich dann Verpflichtung, den Bär natürlich zu hegen und zu pflegen. Das war also 1946. Mhm. Was mich interessieren würde, wäre einfach, wie alt könnte der wirklich sein? Mhm. Und dann wäre noch hochinteressant, wer hat dieses Spielzeug gefertigt zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Wenn Sie mir dabei helfen können, wäre ich natürlich sehr dankbar. Da haben Sie uns ganz schöne Nüsse oder Rätseleier mit auf den Weg gegeben. Also, erstmal ist toll erhalten. Sie haben ihn wunderbar gepflegt, weil Sie dann wahrscheinlich das als so besonderes Geschenk auch wahrgenommen haben. Und man sieht äußerlich, es ist ja ein Plüschanzug. Also, er hat ein bisschen Luft, weil da drunter steckt eben etwas. Und wenn wir ihn drehen, sehen wir, dort befindet sich ein Schlüssel. Das heißt, ein Mechanismus versteckt sich im Körper. Und dieser Plüschanzug, der ist ganz fein gearbeitet. Man sieht diesen leichten Glanz. Er fühlt sich auch wunderbar an. Das ist Mohair-Haar. Ja. Das war eben von der Angora-Ziege, ganz feines Haar, was hier verarbeitet wurde. Die meisten Steifteddys zum Beispiel, die haben genau diese Oberflächen. Und dann sehen wir eine Metallnase, Glasaugen und natürlich ganz entscheidend das Baby, gehalten von Holzhänden. Und damit das Ganze gewichtig wird, haben wir hier die Bleifüße, die noch mal bemalt wurden, dass es so ein bisschen schuhähnlich aussieht. Und ich wage es mal mit Ihrer Erlaubnis, ganz vorsichtig hinten zu ziehen. Natürlich. Man muss aber genau gucken, es ist eine Spiralfeder. Ja. Ist das nicht traumhaft schön? Ist das schön. An Weihnachten darf er ab und zu mal tanzen, aber nicht alle Weihnachten. Ja. Weil er ist mir zu wertvoll einfach, als dass da was passieren würde. So die Urbewegung der Mütterlichkeit, die hier in ein Spielzeug gebracht wurde. Richtig schön, richtig urig. Und ich habe Ihnen eine Überraschung mitgebracht. Ja. Es gibt nämlich manchmal Zufälle, die gibt es eigentlich gar nicht. Ich habe auch was. Moment. Schauen Sie mal. Das ist meiner. Ach, guck an. Und eigentlich lag der jetzt schon eine ganze Weile vorwurfsvoll bei mir zu Hause, weil ich wollte ihn immer mal wieder ordentlich kleben. Das hier ist jetzt nur ein Provisorium, damit er überhaupt gerade im Moment zusammengehalten wird. Sie haben ja nach dem Hersteller gefragt. Das ist sehr schwierig bei dem Tier, weil es eben nicht gemarkt ist an den Füßen. Das sehen wir gar nichts. Aber dadurch, dass ich meinen immer noch nicht restauriert habe, können wir es noch öffnen. Und schon allein dieser Aufbau des Körpers, es sieht ja aus am Ende wie ein Osterei. Ne? Ganz einfach zusammengehalten war das früher mit Knochenleim geklebt. Man sieht hier noch die Klebereste und hier solche Metallspangen. Und da ich ihn jetzt öffnen kann, können wir uns auch anschauen, wie sieht dieser Teddy von innen aus. Das ist ja toll. Ja. Das ist ja eine Überraschung. Das ist wirklich eine Überraschung. Und die tollste Überraschung ist nämlich, dass dieses Werk gemarkt ist, da ist ein kleiner Strahlenkranz und in der Mitte ist PW gestempelt, eingeprägt. Das ist Paul Weiß, ein Nürnberger Hersteller, der diese Federwerke hergestellt hatte. Aber es ist kein Nürnberger Spielzeug, dann wäre es nämlich wahrscheinlich komplett aus Blech.
dieses Pappusterei und die ganze Art der Kombination Draht mit Holz, dieser Kopf, der eben auf dieser Holzscheibe sitzt und diese Kleidung, bei mir ist es nämlich einfach noch ein ganz einfaches Kleidchen, was drüber gezogen wird, spricht absolut für Thüringen. Und man weiß, dass Paul Weiß, der auch ganz einfache Spielzeuge hergestellt hat in Nürnberg, aber vor allem nach Judenbach seine Federwerke lieferte. Und Judenbach ist ein Ort in Thüringen. Und die Judenbacher Hersteller haben ganz große Probleme gekriegt, als dann die Trennung war nach dem Krieg, war es ja plötzlich dann Ostzone und dann konnte die, Paul Weiß nicht mehr liefern. Da hatten die wirklich große Schwierigkeiten, dann ihre mechanischen Spielzeuge noch mit diesen Feder oder überhaupt wieder mit Federwerken zu bestücken. Also wir sind hier hundertprozentig in Thüringen und wir sind in den 20er Jahren. Und wahrscheinlich ist sogar ihr Teddy der Ältere, weil er noch diese Mohair-Kleidung hat. Wahrscheinlich ist meiner so aus Restern dann aus der Not geboren worden, mit einer Kleidung versehen, damit ja, man das eben kaschieren konnte. Und der Thüringer Raum in den 20er, 30er Jahren hatte ganz viel Druck. Es kam Zelluloid-Puppen, es gab Blechspielzeug. Wo bleibt man eigentlich mit den klassischen Papiermaché- oder Pappprodukten? Und deswegen wurde man innovativ und hat dann zum Beispiel in dieses Osterei, nenne ich das mal, einen Mechanismus eingebaut, dass der Bär eben durch diese besondere Funktion dann plötzlich zu einem ganz attraktiven, wunderbaren Spielzeug wurde. Danke, prima. Ja, mein Part ist es immer, einen Preis zu benennen. Ich würde sagen, unbezahlbar. Ja. Also ich würde meinen auch nicht weggeben, Sie geben Ihren auch nicht weg. Nein. Und ich kann keine Marktpreise großartig sagen, weil bis zu diesem Tag ist mir, also bis Sie sich beworben haben, ist mir auch noch kein anderer von diesem Typus unter die Finger gekommen. Ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt mal schätzen, wäre der in Auktion, würde wahrscheinlich 150, vielleicht auch 200 bringen, weil er einfach so süß ist. Aber wir werden eben beide nicht verkaufen. Insofern ist das völlig egal. Ja, ja. Alles Gute. Danke. Alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank fürs Kommen. Ja. Das war eine ganz tolle Überraschung. Ja, das war ja die Überraschung, dass ich die Technik gesehen habe. Und ich bin Techniker. Und da ist es für mich natürlich besonders wertvoll zu sehen, was passiert überhaupt, wenn der Kerl sich bewegt. Oder wenn die Bärin ihren Kapp da bewegt. Ganz toll.